Herr Oettinger, das Unternehmen Brose ist den Ingenieuren auf jeden Fall bekannt als ein bedeutender Automobilzulieferer. Sie haben vor einiger Zeit ein Projekt, ein Konzept entwickelt, die neue Brose Arbeitswelt. Können Sie uns erklären, was darunter genau zu verstehen ist? Die neue Brose Arbeitswelt besteht aus vier Elementen, also vier Kernstücke. Das eine ist, wir haben ein flexibles Bürokonzept, sodass die Leute, die zusammen an Projekten arbeiten, auch zusammen sitzen. Das andere ist dann, dass wir eine variable Arbeitszeit haben, die auch wirklich variabel ist, ohne Zeiterfassung, sondern die Anwesenheit und Arbeitszeit richtet sich nach den Projekten, auch nach den internationalen Aufgaben. Man kann also selbstständig seinen Arbeitsbeginn, sein Arbeitsende und seine Pausen festlegen. Das andere ist dann die leistungsorientierte Entlohnung, wo wir sagen, die Leute, die sehr gut arbeiten und fürs Unternehmen einen sehr guten Job machen, die sollen überdurchschnittlich verdienen. Die Leute, die keinen so einen guten Job machen, die sollen nicht so viel verdienen. Und das vierte Element sind Sozialleistungen, die wir eingeführt haben im Bereich Fitness und Gesundheit und auch im Bereich Betriebsgastronomie. Wir haben also Fitnessstudios bei uns auf den Geländen und auch eine Rund-um-die-Uhr-Verpflegung. Gehen wir mal auf den ersten Punkt ein. Die Leute, die zusammenarbeiten, sollen auch zusammensitzen. Nun ist es ja so, dass man mit vielen verschiedenen Menschen im Unternehmen in der Regel zusammenarbeitet und auch wechselnden Menschen zusammenarbeitet. Heißt das, Sie gehen noch da stärker in Richtung Projektorganisation, das heißt immer neu zusammengesetzte Teams? Ja, also die Teams werden so zusammengestellt, wie es für das jeweilige Projekt, für die jeweilige Aufgabe sinnvoll ist. Das heißt, die Mitarbeiter haben auch nicht ihren festen Arbeitsplatz, sondern alle Arbeitsplätze sind gleich und man kann an jedem Arbeitsplatz im Unternehmen arbeiten. Man hat einen Caddy, wo man dann an jedem Schreibtisch auch arbeiten kann und das wechselt dann auch die Zusammensetzung. Also das heißt, wir haben für 12 Mitarbeiter auch nur 10 Arbeitsplätze. Wir sind da sehr flexibel. Jetzt ist es nicht so, dass man morgens kommt und nicht weiß, wo man hin muss, sondern die Teams werden natürlich schon zusammengestellt und sind dann auch für die Zeit der Projektdauer zusammen und sitzen da zusammen. Das Thema Vergütung haben Sie angesprochen. Das ist natürlich für viele sehr spannend, weil immer so ein bisschen heißes Thema, was kann ich eigentlich verlangen? Sie haben gesagt, es gibt da eine stärkere Orientierung der Vergütung an der individuellen Leistung. Das heißt, Sie sind in Richtung Variabilisierung gegangen. Geht das durchs ganze Unternehmen und wie genau sieht das aus? Das geht durchs ganze Unternehmen, betrifft also alle Mitarbeiter, sodass wir ein ganz normales Grundgehalt haben und dann eine Leistungszulage, die zwischen 0% und 30% betragen kann, also relativ hoch gehen kann, einfach für die Leute, die dann eine Top-Leistung bringen, dass die auch wirklich sehr gut verdienen. Und das ist dann abhängig von Zielvereinbarung, Zielerreichung und Beurteilung. Es werden also im gesamten Unternehmen auch Ziele vereinbart und in Abhängigkeit, wie gut dann die Ziele erreicht werden, schlägt sich das dann auch in der Vergütung nieder. Sind das denn Ziele, die durchweg messbar sind oder haben Sie da ganz neue Überlegungen anstellen müssen zur Messbarkeit oder Bewertung und Beurteilung von nicht messbarem oder zählbarem? Nein, die Ziele sind wirklich messbar und es werden auch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern Messkriterien vereinbart, so dass man also nicht am Jahresende dann die große Überraschung erlebt und der Vorgesetzte dann irgendwie beurteilt, sondern es werden über Kriterien wird gesprochen, woran messen wir, dass das Ziel erreicht ist oder dass es nicht erreicht ist oder dass es sogar übererfüllt ist. Sie sind ja, das Unternehmen Brose ist ein Familienunternehmen. Können Sie mal erklären, was das eigentlich konkret bedeutet im Arbeitsalltag? Wie wirkt es sich auf Ihre Unternehmenskultur aus, auf die Zusammenarbeit, auf Langfristigkeit des Denkens, dass Sie ein Familienunternehmen sind? Als Familienunternehmen gehört unser Unternehmen 5 Gesellschaftern, Nachkommen des Firmengründers. Das unterscheidet uns, was die Langfristigkeit angeht, sehr stark natürlich von börsennotierten Gesellschaften beispielsweise. Einfach deshalb, weil nur diese 5 auch Entscheidungen treffen und damit eben auch sehr langfristig entscheiden können, ohne dass da andere Personen oder andere Interessenslagen mit reinspielen.
Das schlägt sich in verschiedenen Punkten im Unternehmen wieder. Einmal, was die Entscheidungen angeht, außer dass sie sehr langfristig angelegt sind, werden sie auch sehr schnell getroffen. Also flache Hierarchien und eine Entscheidung wird sehr schnell getroffen und dann auch sehr schnell umgesetzt. Also von der Dynamik, die wir im Unternehmen haben, haben wir hier sehr schnelle Entscheidungswege. Muss ich mir das so vorstellen, dass der einzelne Mitarbeiter die Eigentümer der Familie, die Familienmitglieder persönlich kennt? Gibt es einen schnellen, kurzen Draht oder ist das Unternehmen dafür dann doch wieder zu groß? Also man kennt die Inhaber des Unternehmens, man kennt auch die Geschäftsführer. Natürlich spricht man jetzt nicht jeden Tag mit den Personen, dafür sind wir natürlich zu groß. Aber jeder hat die Möglichkeit, auch direkt auf Vorgesetzte, auf Geschäftsführer zuzugehen und wirklich auch den direkten Weg zu suchen, wenn Probleme da sind, wenn Fragen da sind, wenn man irgendetwas klären möchte. Unsere Geschäftsführer fordern auch explizit dazu auf, wenn jemandem etwas auffällt, dann auch durchaus direkt auf die Geschäftsführung zuzugehen und sich direkt zu melden. Dann sind Sie ja Zulieferer der Automobilindustrie, die im Moment ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ein bisschen ist schon gelinde gesagt. In vielen Unternehmen werden in diesen Tagen sehr blitzartig Entscheidungen getroffen, Personal abzubauen. Ist sowas bei Ihnen auch denkbar? Also wir sind ja ein sehr stabiles Unternehmen. Wir sind auch ein Unternehmen, was komplett eigenfinanziert ist und deswegen hier jetzt keine Ad-hoc-Aktionen laufen. Natürlich sind wir auch betroffen davon, dass die Automobilindustrie im Moment konjunkturell zurückgeht und Schwierigkeiten hat. Ja. Aber bei uns wirkt sich das dann so aus, dass wir eben anstatt 300 Leuten nur noch 100 Mitarbeiter neu suchen. Ja, also nicht Mitarbeiterabbau, sondern dann weniger Aufbau. Vielleicht sagen Sie uns dazu noch mal etwas Konkreteres. Was sind das genau für Qualifikationen, die Sie suchen? Sind es ausschließlich Hochschulabsolventen oder auch Professionals? Und bei beiden Zielgruppen, welche Studienrichtungen genau, welche Zusatzqualifikationen wünschen Sie sich? Also wir suchen sowohl Hochschulabsolventen als auch berufserfahrene Kandidaten. Und von der Verteilung ist es so, dass wir sowohl technische Bewerber suchen als auch kaufmännische, wobei wir als Automobilzulieferer sehr technisch geprägt sind und etwa 60-70% der Leute, die wir suchen, einen technischen Hintergrund haben, also Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen, Fahrzeugtechnik, etwa 20-30% einen kaufmännischen Hintergrund haben. Gut, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Kandidatensuche. Vielen Dank.